Es geht um den heimischen Garten. Am Rand des Rasens werden immer öfter kleine Gräben gebuddelt für sogenannte Rasenkanten. Das sind solche zusammengesteckten Konstruktionen aus Blech oder Kunststoff, die als Abgrenzung von Rasenflächen oder Beeten dienen. Uwe Holland-Nell war mit den bisherigen Rasenkanten nicht zufrieden. Der Grund? Das Zusammenstecken der einzelnen Teile war ihm zu aufwendig, wie er uns an diesen herkömmlichen Rasenkanten zeigt. Zusammengeschoben und dann muss ich anfangen mit Schrauben. Jetzt bräuchte ich noch einen Schraubenschlüssel, mindestens einen, am besten zwei. Auch bei anderen Varianten auf dem Markt kam der Tüftler aus Thüringen ohne zusätzliches Werkzeug nicht aus. Darum hat er etwas erfunden. Diese Rasenkante. Auf den ersten Blick sieht sie nicht viel anders aus. Sie hat ebenfalls kleine Löcher für die Verbindungen. Doch dafür braucht er kein Werkzeug wie Schraubenschlüssel, sondern nur diese Klammern. Unsere Verbindung besteht aus der Rasenkante. Wir haben jetzt hier ein langes und ein kurzes Modell. Ist eigentlich im Grunde genommen total egal, ob lang oder kurz. Wir schieben die Teile ineinander, 5 cm, bringen sie auf Deckung, schlagen unsere Klammer ein, drücken und schieben mit unseren zwei Daumen die Klammer drüber und sind fertig. Dadurch soll der Zusammenbau einfacher und schneller gehen. Ob das so ist, soll Garten- und Landschaftsbauer Daniel Reich für uns ausprobieren. Er wird die Erfindung im Garten einer Kundin verbauen. Die Gräben zum Versenken hat er schon vorbereitet. Zunächst will er das Zusammenstecken mit den Klammern ausprobieren. Versuchen wir das mal reinzuschieben. So. Von der Sache her ist das sehr gut verarbeitet worden. Schlitze passen wunderbar übereinander, muss ich sagen. Also es sollte kinderleicht sein. Einfach zack, genau. Klammer wieder rüber geschoben. Und fertig. Los geht's mit dem Verlegen. Der Rasen ist bereits durch eine kleine Betonmauer abgetrennt. Der Sinn von Rasenkanten wie dieser? Sie sorgen dafür, dass am Rand leichter gemäht werden kann. Die gerade Strecke ist für Daniel schnell verlegt. Doch gleich geht's um die Ecke. Damit das mit dem System auch möglich ist, hat sich Tüftler Uwe etwas überlegt. Bei den Innenecken brauchen wir zwei Eckteile, um eine Ecke zu bilden. Und das liegt daran, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Teile nicht demontierbar sind. Dazu brauchen wir hier einen Schlitz. Den haben wir in der normalen Rasenkante nicht. Wir geben das erste Teil ein, stecken, verbinden das Ganze mit der Klammer wie normal. Hopp. Und rüber. Und dann kommen wir mit dem zweiten Eckteil, was dann die eigentliche Ecke bildet, und schieben das dann in den Schlitz, sodass wir hier keine Klammer haben an der Stelle, aber das Teil trotzdem nicht einzeln auszubauen ist, sondern fertig ist. Und dann kannst du jeden einzelnen Winkel biegen bis zu 90 Grad. Das probiert der Experte aus. Und kommt problemlos um die Ecke. Mit Hilfe dieser Konstruktion lassen sich auch bisher nicht mögliche Kreationen bauen, wie zum Beispiel Beete in Kreisform oder mit abgerundeten Ecken. Zum Abschluss stößt der Experte auf ein Problem. Eine Lücke, die zu klein ist für die Rasenkante. In der Regel musst du alles mit der Flex bearbeiten oder Blechschere oder sonst was. Die haben Standardlängen. Dann fängst du an, wegen so einem kleinen Stück irgendwas zurechtzuschneiden. Sieht halt immer unsauber aus. Auch dafür hat Erfinder Uwe eine werkzeuglose Lösung. Eine Kante, die etwas dicker ist als die anderen. Diese kann der Experte einfach oben drauf setzen und verschieben. Und die Lücke damit schließen. Das ist wirklich praktisch. Und wie gesagt, auch sauber mit den Ecken und alles da hinten. Ne? Das macht halt ein schönes Bild. Fertig ist die Gartenabtrennung mit der neuen Rasenkante. Zum Abschluss wird der Rasen noch etwas zurechtgerückt.
Uwe Holland-Nell arbeitet bereits an weiteren Tüfteleien, wie zum Beispiel einem Hochbeet, das ohne Werkzeug aufgebaut werden kann.